Im Alter von 84 Jahren ist der Dirigent Sir Georg Scholti gestorben. Der gebürtige Ungar, der 1972 britischer Staatsbürger wurde, gehörte zu den großen Dirigenten dieses Jahrhunderts. Scholti war bekannt für seine Präzision und sein Temperament. In seiner langen Karriere hat er mit nahezu allen berühmten Orchestern der Welt gearbeitet. Seine besondere Wirkung und Ausstrahlung verdankte Sir George Scholti niemals einem besonderen Stilwillen, keiner spezifischen Manier. Alles das hatte er nicht nötig. Er konnte sich stets auf ein beispielloses Temperament verlassen, das er bis ins hohe Alter mit höchster Kompetenz verband. Sein Temperament war kein aufgesetztes, erst recht kein strohfeuerhaftes, vielmehr ein belebender Elan vital, eine stürmische, zärtliche Kraft. Nach Jahren als Kapellmeister an der Budapester Oper und nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten als Dirigent des Schweizer Radioorchesters wurde Scholti nach dem Krieg von den Amerikanern ins zerstörte München gerufen. Politisch unbelastet übernahm er, ungeachtet seiner geringen Opernerfahrung, die Leitung der Bayerischen Staatsoper, wo er sich als verwegener Senkrechtstarter der neueren Interpretationsgeschichte erwies. Nach seiner Zeit in München übernahm Scholti 1961 in London die Leitung der königlichen Oper Covent Garden, die unter seiner Stabführung Weltruhm erlangte. Später Glanzpunkt seiner Karriere war in den 90er Jahren dann die Leitung der von Karajan geschaffenen Salzburger Opernfestspiele sowie zahlreiche Gastspiele in Europa, wie etwa Auftritte mit dem Radiosinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Bis zu seinem Tod stand Sir George Scholti am Pult, ein aufrührerischer Interpret, ein Klangekstatiker bis zuletzt.